Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Sonja und ich zeige euch heute, wie wir mit ganz einfachen Dingen ein Wandregal für Blumen bauen, das ihr drinnen, draußen, auf dem Balkon, auf der Terrasse, wo ihr möchtet, aufhängen könnt. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr auch schon alles, was ihr für euer Regal benötigt. Also wirklich nicht viele Dinge. Ihr benötigt auf jeden Fall ein Holzbrett. Ob ihr da ein kleines oder ein großes nehmt, das liegt ganz bei euch. Ihr benötigt eine Schere. Ihr benötigt ein bisschen Dekofarbe, die verlinke ich euch dann auch noch in der Infobox. Ein Schwamm, Pinsel und natürlich noch Seile, damit wir das auch gut befestigen können. Ich habe einmal für draußen hier so ein Jute-Seil, das ist natürlich sehr robust, sehr gut fürs Wetter. Damit hält es euch auf jeden Fall. Und dann habe ich hier noch so dickere, moderne Wolle. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Ich fand es aber super cool und möchte jetzt mal versuchen, für Indoor einen richtig schönen cozy Look zu machen. Die beiden Kandidaten, die brauchen wir erst später. Die warten da drüben. Und wir kümmern uns erstmal um das Holz. Ich habe hier nur so normale Malpinsel. Deswegen, da würde ich ein bisschen lange brauchen, habe ich mir überlegt, dass ich die einfach hier mit so einem Schwamm die Farbe auftupfen werde. Ich werde mit einer weißen Basis starten und dann noch so goldene Akzente setzen. Ich nehme ein bisschen Farbe, mache mir das hier auf den Teller, damit ich mit dem Schwamm besser eintunken kann. Einfach nehmt ihr immer die Farbe auf dem Schwamm auf und tupft es einfach drauf. Der erste Schritt ist geschafft und ich finde, es ist ein richtig toller Vintage-Look geworden. Jetzt wollen wir den noch so ein Tüpfelchen draufsetzen. Und zwar habe ich hier eine goldene Farbe. Die werde ich jetzt mit einem Pinsel einfach auf meinen Schwamm auftragen und dann auch so ein bisschen reintupfen. Und wenn die Farbe noch nicht ganz trocken ist, dann könnt ihr auch so einen richtig tollen Wischlook machen. Ich bin gerade schon dabei, die goldene Farbe aufzutragen. Und hier ist wirklich ein Tipp. Gerne mit Kraft in so Halbkreisen die Farbe auftragen, dann kriegt ihr diesen richtig schönen Vintage-Look. Ich bin ja ein totaler Fan davon. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt das alles lieber ein bisschen cleaner, dann könnt ihr auch gerne mit dem Schwamm hier eine gerade weiße Fläche auftragen und dann einfach nicht diese Technik anwenden. Und hier gehe ich einfach noch so drüber und mache den Rand hübsch. Also ich liebe den tollen Vintage-Look mit dem edlen Gold und das bringe ich jetzt raus zum Trocknen. In der Zwischenzeit werden wir schon mal die Kordeln fertig machen für unsere Aufhängerchen. Für die Outside-Variante haben wir uns ja für dieses Jute-Band entschieden. Hierfür messt ihr am besten einfach ab, wie weit ist der Abstand vom Haken zu da, wo ihr das Regal hängen haben wollt. Dann nehmt ihr das Band einfach doppelt und schneidet genau die Länge ab, die ihr haben wollt. Davon braucht ihr jeweils zwei Stück. Für die Deko habe ich mich für ein Knotendesign entschieden. Hierfür nehmt ihr die Enden auf gleicher Höhe und fangt an, einen Knoten auf jeder Seite reinzumachen. Ihr könnt euch entweder dafür entscheiden, das Ganze symmetrisch zu machen, oder ihr macht die Knoten versetzt, wie ihr möchtet. Ich habe mich für die symmetrische Variante entschieden, aber es hat jetzt nicht so gut funktioniert. Das macht aber nichts, weil es schaut trotzdem total schön aus. Ich habe mich ja für diese schöne, flauschige, cozy Wolle fürs Fingerhäkeln entschieden. Ich habe es auch schon geschafft, es war echt nicht schwer. Ihr könnt es gerne nachmachen. Schaut einfach im Baumarkt oder lasst euch im Baumarkt beraten, was für euch die beste Wolle wäre oder das beste Seil. Und jetzt zeige ich euch genau, wie wir es machen. Ich starte hier mit einer Lasche und die ziehe ich einfach ein bisschen fest. Festziehen ist immer sehr, sehr wichtig. Und durch die Lasche ziehe ich einfach die nächste und die nächste und die nächste und die nächste. Und nicht vergessen, immer gut festziehen. Haben wir es auch schon fast geschafft. Ihr nehmt jetzt einfach eure Seile und schaut noch mal, ob die auch gleich lang sind. Dafür nehmt ihr die einfach ganz oben am Anfang an der Spitze und zieht einmal nach unten und dann seht ihr schon, dass das eine leider ein bisschen zu lange wurde. Also nehmt ihr das einfach ein bisschen weiter oben und dann macht ihr unten einen Knoten rein und dann seid ihr eigentlich auch schon so gut wie fertig. Denn das Coole an diesem Regal ist, ihr müsst nicht bohren, ihr müsst nicht schrauben. Dadurch, dass ihr das Gewicht so toll verlagert habt und die Knoten hier drin habt, müsst ihr die Befestigung an dem Brettregal nicht anbringen. Das geht wirklich kinderleicht. Einmal hier, einmal hier. Der Knoten soll natürlich nach unten schauen, damit man den nicht sieht.
Und fertig ist unser tolles Regal. Das gleiche habe ich jetzt hier auch nochmal gemacht und das finde ich ist einfach das Tolle an diesem Regal. Ihr könnt es immer umändern, wenn ihr sagt, oh, ich habe mich in einem Style satt gesehen, dann macht ihr euch einfach einen neuen Style und dann könnt ihr einfach das Design ändern. Und auch hier finde ich es total süß, dass wir unten wie so Quasten haben. Ich lieb's. Jetzt habe ich noch ein paar schöne Blumen für euch dabei. Dafür haben wir ja das Regal gebaut und ich finde es wirklich wunderschön. Schaut mal, wie toll das aussieht, wenn es dann endlich hängt. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Und am besten abonniert ihr direkt den Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr, denn es kommen noch weitere tolle, tolle Videos. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Hier Shopping entertains.